Wie bist du zu der Schauspielerei gekommen? Ich bin nach dem Abitur nach Köln, habe hier Zivildienst gemacht, während der Zeit schon ein bisschen gedreht und eine erste Agentur gefunden. Und dann war ich auf der Schauspielschule und war da, bis ich für VL damals dann entdeckt wurde und habe dann direkt im Anschluss erst mal bei Verbotene Liebe gedreht. Und wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Bei mir war es auch. Ich habe Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr und dann war ich auf einer Schauspielschule, aber nur für ein halbes Jahr. Habe dann für eine Agentur in Berlin schon abgebrochen und dann war ich hier. Ging eigentlich. Ihr spielt ja gerade ein schönes Pärchen. Wie kommt ihr damit klar? Also wart ihr dem gegenüber eher, als ihr das erfahren habt, sehr voreingenommen? Also habt ihr gesagt, oh nee, habt ihr da lange drüber nachgedacht oder sofort gesagt, machen wir? Ja, bei mir ist die Sache, ich habe ja schon mal, als ich das erste Mal bei Verbotene Liebe war, eine schwule Geschichte gehabt und deswegen musste ich jetzt nicht so groß mehr darüber nachdenken, das ist alles schon eine Weile her, dass ich diesen Entscheidungsprozess durchgemacht habe und für mich war es, als ich hörte, dass das Thore der Partner werden soll, gut, weil ich, klar. Nee, weil ich fand das gut, was er vorher gemacht hat. Ich habe mir natürlich Verbotene Liebe dann angeschaut und dann gesagt, mit dem, da wird das aber gut. Ja, ja, hallo. Also ihr seid nicht ein echtes schwules Paar. Nein, wir sind kein schwules Paar. Nee, also für mich war es so damals... muss man ja auch mal fragen. Ne? Ja, muss man auch mal fragen. Aber das, keine Ahnung, für mich war es total am Anfang ein großer Schock, weil es natürlich auch schwer zu spielen ist. Ja, ich habe vorher noch nie einen Mann geküsst. Ich habe vorher noch nie sowas spielen müssen. Das war für mich so bis jetzt die größte Herausforderung. Und deshalb war es für mich eher ein Schock, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, schaffe ich das so? Und natürlich auch komisch, einen Mann zu küssen, ist für mich natürlich schwierig. Also ich finde zum Beispiel, ihr Mädels tut unglaublich doch leid, dass ihr Männer küssen müsst mit 3 Tage Bart. Das ist ja wirklich sehr unangenehm. Wobei du ja das Glück hast, dass ich immer rasiert sein muss hier. Das muss ich aber nicht zusagen. Seid ihr vergeben im wahren Leben? Also, nein, ich nicht. Ich seit 5 Jahren. Na gut, freu dich auch noch. Ich hatte gerade 5-Jähriges vorgestern. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Ja. Weil der verbotenen Liebe wird nämlich was passieren. Das ist der Hammer. Das was könnt passiert? Ihr nicht, das ist, nein, das ist wirklich krass. Und wir werden ausnahmsweise jetzt verraten. Exklusiv. Das Exklusiv für wir euch. Jetzt aber auf jeden Fall erstmal essen gehen. Ja, ciao. Schnell, schneller, Express.